Ja, einen schönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen. Danke für den herzlichen Applaus. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und zwar einmal im Livestream, alle, die mit dabei sind und natürlich hier auch in der Kulturstätte Alte Schildkrötfabrik. Wir wollten pünktlich anfangen. Ich glaube, wir sind eine Minute früher dran. Der Bundeskanzler stürmte gerade schon an mir vorbei, direkt hier rein. Richtig so, also schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Bundeskanzler Olaf Scholz. Schönen guten Tag. Sie sind in allen Bundesländern zum Kanzlergespräch. Das ist schon das 11. jetzt hier in Mannheim. Mannheim, ein wichtiger Industriestandort und hier ein ganz besonderer Ort mit Industriegeschichte. Und zwar war das die Fabrik, die zum ersten Mal in Deutschland Zelluloid produziert hat, wurde die weltgrößte Zelluloidfabrik und bekannt Markenzeichen, wissen Sie es zufällig? Schildkröte? Ja, Sie haben gegoogelt. Genau, die Schildkrötpuppen, die werden inzwischen in Thüringen produziert. Herr Bundeskanzler, Sie haben einen vollen Terminkalender, waren jetzt gerade in Westafrika. Was haben Sie denn auf Ihrem Weg nach Baden-Württemberg, hier nach Mannheim heute noch auf dem Programm gehabt? Ich habe in der Nähe hier in Weinheim das Unternehmen Freudenberg besucht, was für mich ganz beeindruckend war. Das ist ja ein weltweit agierendes Unternehmen, das für vieles typisch ist, was für Deutschland typisch ist, seit ganz langer Zeit im Familienbesitz, mit vielen Beschäftigten in Deutschland, aber auch in aller Welt und einer ganz breiten Produktpalette von immer wieder neu erfundenen Sachen. Für mich ganz wichtig, die Botschaft, die sich alle immer merken müssen, ein Drittel der Produkte sind in den letzten 4 Jahren entstanden und das ist ja auch die eine Grundlage für unseren Wohlstand, dass wir immer was Neues erfinden und uns nicht auf dem ausruhen, was wir haben. Und für mich war auch toll, mit den Auszubildenden zu sprechen und den dualen Studenten, die dort in einem Ausbildungszentrum sind und ganz tolle Fragen gestellt haben, sodass ich irgendwie gedacht habe, na, da kann ja jetzt nichts Schlimmes mehr mit unserem Land passieren. Und habe ich mir hier in Mannheim auch noch angeguckt, ein sehr erfolgreiches, früher hat man gesagt Start-up, aber das stimmt nicht, weil das schon so lange erfolgreich ist, Unternehmen von türkischen Migranten in Deutschland zustande gebracht, das im Einzelhandel, Großhandel tätig ist, sehr erfolgreich mit ganz vielen Beschäftigten hierzulande und anderswo und das läuft gut. Gut, also da hatten Sie einiges auf dem Programm. Wenn Sie sagen, Fragen wurden schon gestellt, dann sind wir jetzt umso gespannter auf Ihre Fragen. Denn 170 Personen sind hier, die wurden mit dem Kooperationspartner, mit dem Medienpartner Mannheimer Morgen quasi ausgelost. Sie konnten diesen Abend hier heute gewinnen. Es wurde nicht vorab gefragt, welche Fragen Sie haben. Weder der Kanzler kennt die Fragen, noch ich kenne die Fragen. Es wurde darauf geachtet, dass es vielfältig ist, dass es divers ist, das Publikum. Ja, und die nächsten 90 Minuten, die gehören jetzt Ihnen. Also insofern wollen wir direkt beginnen. Ich könnte mir vorstellen, dass es viele Fragen gibt, deswegen gehe ich jetzt mal hier in den hinteren Bereich, dass ich direkt die Handzeichen auch alle wahrnehmen kann. Vielleicht hier die Dame gerade, Clementina, kommt zu Ihnen. Ihre Frage bitte. Guten Abend, Herr Scholz. Ich dachte, wenn wir schon beim Startup sind, fange ich an. Mein Name ist Ira Stoll, ich bin Ärztin und aber auch Gründerin eines Startups hier in Mannheim. Wir machen medizinische Dokumentation mit MyScrap. Wir haben den ersten KI-Arztbrief gemacht. Also genau das, was eigentlich gerade von der Gesundheitspolitik gefordert wird, Fachkräfte zu entlasten durch künstliche Intelligenz in der Dokumentation. Und zuallererst mal möchte ich mich bedanken, was Sie, was Deutschland für Startups macht, gerade in der Gründungsphase, ohne die finanziellen Mittel, hätten wir es nicht geschafft, unser Produkt zu entwickeln. Aber dann geht es weiter und da komme ich auch zu meiner Frage. Wir haben eben jetzt ein Produkt gemacht, was durch Professor Dr. Karl Lauterbach überall gefordert wird. Ich sehe jeden Tag die Ärzteblätter und überall diese Forderungen und wir versuchen ihn zu erreichen. Wir möchten ihm unser Startup vorstellen, weil ich die ganze Zeit denke, ich habe die Antwort auf eines der Probleme. Wie kann man als kleine Startup-Gründerin aus Mannheim jemanden wie Professor Dr. Karl Lauterbach erreichen? Das ist meine Frage. Indem Sie sich zu dieser Veranstaltung anmelden, mich fragen, ich organisiere den Kontakt. Also Sie werden dann später da noch Kontakte vermitteln. Damit ist Ihre Frage beantwortet? Beantwortet. Gut, also ein zufriedenes Gesicht. Dann wollen wir doch vielleicht direkt hier in der ersten Reihe weitermachen. Clementina kommt zu Ihnen.
Guten Tag, Herr Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich begrüße Sie in Mannheim in Respekt vor Ihrem Amt und in Anerkennung Ihrer Leistungen, die Sie für die Bundesrepublik Deutschland tätigen. Darf ich Ihnen die Mannheimer Geschichtsblätter überreichen und ebenso mein Anliegen, die deutsch-französische Freundschaft, und wo ich Mannheim als Großfrankophil sehe und als Mannheimer Bürger Sie bitte, die nächste deutsch-französischen Zusammentreffen, die jetzt in Hamburg waren, in Mannheim abzuhalten, dass Frankreich äußerst eng verbunden ist. Gestern war der Botschafter, der französische Botschafter in Mannheim, und hat hier sich bedankt für die Arbeit der Mannheimer für Frankreich. Und jetzt komme ich zu der Frage, warum schließen wir wegen 2 Millionen Einsparungen 3 Goethe-Institute in Frankreich, in Straßburg, in Bordeaux, in Lille? Und wo der Vertrag von Aachen, der Geist von Hamburg, doch gerade dagegen spricht, die Jugend weiter mit Treffpunkten zu versorgen. Und ich höre die Sorgen vieler dieser Menschen. Und die andere große Sorge, die mich umtreibt, Frankreich schützt seine Frauen durch ein Prostitutionsschutzgesetz im wahrsten Sinn des Wortes. Deutschland hat ein Prostituiertenschutzgesetz, aber Frauen verkaufen sich 200.000 bis 400.000 in der Bundesrepublik, in Mannheim, hier in der Lupinenstraße, 200 Frauen verkaufen sich menschenunwürdig. Prostitution, Sex, Verkauf der Frauen ist menschenunwürdig, Artikel 1 Grundgesetz. Setzen Sie sich dafür ein, wie Leni Breimeyer aus der SPD, für schnelle Einführung des französischen Gesetzes. Auch da sind unsere Nachbarn uns voraus. Und beenden wir, dass Deutschland Bordell Europas ist. Ich schäme mich da als Bürger Mannheims zutiefst und aktiviere da alle meine Mittel, um da eine Änderung im Bundestag zu erreichen. Schönen Dank für Ihren Einsatz. Ich kann übrigens bestätigen, Frau Breimeyer ist eine ganz großartige Abgeordnete, die ich schon lange kenne und die auch wirklich ein großes Herz hat und mit diesem großen Herzen auch tapfer kämpft. Insofern ist das auch ein wichtiges Thema, dass wir Prostitution nicht einfach hinnehmen und dass wir alles dafür tun, dass zum Beispiel kein Menschenhandel stattfindet und all die Dinge, die damit auch verbunden sind. Es gibt darüber sehr breite Diskussionen, was der richtige Weg ist, das will ich schon ganz klar sagen, aber dass man sich nicht damit abfinden kann, was wir als Realität heute haben, das finde ich auf alle Fälle sehr, sehr richtig und Sie haben ja auch schon die Vorkämpferin im Thema genannt. Danke auch für die deutsch-französische Freundschaft. Das Appell, den Sie hier losgeworden sind. Sie sind heute schon der Zweite, der gesagt hat, das gab jetzt ein Freundschaftstreffen in Hamburg, wieso nicht in Mannheim? Also das muss hier ein echtes Thema sein. Ich nehme das mal mit und kann Ihnen nur bestätigen, dass wir auf alle Fälle sehr viel dafür tun werden, dass die Zusammenarbeit unserer Länder gut stattfindet. Und gerade weil wir unterschiedliche politische und ökonomische Kulturen haben, ist das so wichtig, dass diese Zusammenarbeit auch für die Zukunft funktioniert. Sie war ja etwas ganz Wichtiges nach dem Krieg, nach den furchtbaren Verbrechen und Zerstörungen, die Deutschland angerichtet hat. Das war eine große Geste, dass diese Freundschaft möglich wurde und auch der deutsch-französische Freundschaftsvertrag. Und ich glaube, dass es deshalb heute wichtig ist, dass wir immer wissen, wenn Europa nach vorne kommen soll, gelingt es am besten, wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam handeln. Danke sehr für Ihre Frage. Ihr Applaus. Vielleicht gehen wir einfach mal auf die rechte Seite. Wir hatten jetzt gerade einen Herrn, dann zu einer Dame. Vielleicht, Janis, kommst du zu der Dame hier im roten Shirt. Guten Tag, Olaf Scholz. Freut mich sehr, hier zu sein. Und zwar, ich bin Mutter von 3 Kindern und eine ist in der Grundschule, eine auf einer Gesamtschule und die andere auf dem Gymnasium.
Und auf dem Gymnasium ist es nicht so und Grundschule ist es auch nicht so. Aber ich finde, also als Kanzler oder die ganze Regierung sollte mal wissen, auch was so auf Gesamtschulen in Deutschland für Zustände herrschen. Ich erlebe das ja jeden Tag live mit. Und ich finde die Weltoffenheit sehr toll von der Regierung. Ich kam selber mit 5 Jahren nach Deutschland aus Kolumbien und habe mich gefreut, die Sprache sehr schnell zu lernen. Im ersten Jahr war die drin. Nur heutzutage ist es einfach nicht mehr möglich. Und zum Beispiel jetzt ist es in, wenn, also es ist ja so, dass so zu 80% sind es leider Kinder, die jetzt nicht fit sind in der Sprache, so Hauptschule und Gesamtschule. Und es ist jetzt leider auch in, dass wenn man nicht die deutsche Sprache perfekt beherrscht, ist es in, dass es in ist, wenn man sie nicht richtig spricht. Und ich frage mich halt, ob die Regierung sich über so etwas auch Gedanken macht. Ich meine, Kinder sind die Zukunft. Wir hatten die Möglichkeit, unsere Tochter jetzt auf eine private Realschule zu tun, weil das ging ja so nicht weiter. Und ich frage mich, wo verliert man auch mal Gedanken an die Kinder, es ist ja die Zukunft. Und ja, und meine Frage ist einfach, machen Sie sich Gedanken darüber, ist es möglich, ein Kind, wo jetzt das Elternhaus nicht die Möglichkeit hat, das Kind auf die Privatschule zu schicken, was wird aus diesen Kindern, die wollen, aber nicht können, weil sie einfach Außenseiter sind, wenn sie normales Deutsch sprechen, wenn sie Außenseiter sind, weil sie von einem deutschen Elternhaus kommen. Das ist halt heutzutage leider so. Wie gesagt, auf dem Gymnasium ist es noch nicht so zu beobachten und Grundschule noch ein bisschen kleiner, aber das ist leider so und das macht mich wirklich traurig, weil ich das halt live so miterlebe. Ja, ja, schönen Dank. Danke für Ihre Frage. Für Ihre Frage. Und ich glaube, ich kann Ihnen nur recht geben, es ist wichtig, dass alle, die hier aufwachsen, die deutsche Sprache gut beherrschen und das auch lernen. Und deshalb müssen wir alles tun, damit das auch gut gelingt. Ich habe festgestellt, dass überall dort, wo es zum Beispiel so ist, dass viele Kinder in den Kindergarten zum Beispiel gehen, wo dann auch zwar kein Unterricht gegeben wird, aber Spracherwerb auch stattfindet, das auch gute Folgen hat für zum Beispiel dann die spätere Zeit in der Grundschule. Ich habe mich auch, als ich einmal Regierungsverantwortung in einem der 16 Länder hatte, die ja für die Bildung zuständig sind, sehr dafür eingesetzt, dass man sagt, die Grundschullehrerin, Lehrerausbildung soll Deutsch und Mathe als Kompetenz immer voraussetzen, sodass die Kinder in der Grundschule die maximale Möglichkeit haben, die deutsche Sprache und die Sprachkompetenz zu erwerben, die man auch tatsächlich braucht. Und das gilt für die weiterführenden Schulen natürlich auch, mit der Perspektive, dass man vieles, vieles anbietet, möglicherweise auch mit Nachhilfe, wenn es nicht so gut klappt, in der Schule als Möglichkeit, gesonderte Möglichkeiten zu bekommen, damit das am Ende so ist, dass man die Sprache beherrscht, die hier unsere Verständigung ermöglicht. Und da, glaube ich, lohnt jede Mühe. Was meine Erfahrung auch ist, da habe ich mich schon mal mit dem einen oder anderen angelegt, es macht dann auch was aus, ob man das misst und ob man die Messergebnisse dann hinterher auch für Politik benutzt. Also ich bin eigentlich dafür, dass man zum Beispiel alle 2 Jahre vergleichende Tests durchführt, nicht um letztendlich die Schüler zu testen, sondern um zu wissen, wo ist das eigentlich, wo ist der Stand der Fähigkeiten und dann zum Beispiel in Schulen, wo das nicht so gut entwickelt ist, sofort nachzusteuern. Also das nicht nur einfach als Statistik abzubuchen, sondern als Management-Tool zu benutzen, um es mit einem modernen Wort zu sagen, für gute Bildung. Und mein Eindruck ist, dass das sehr gut möglich ist. Also das hat ja in den letzten Jahren etwas gegeben, was viele sehr bewundern und auch zur Kenntnis genommen haben. Die Stadt Hamburg, deren Bürgermeister ich war, hat ja einen permanenten Aufstieg bei den Bildungsergebnissen erzielt. Obwohl es eine Großstadt ist mit einem ganz großen Anteil von Bürgern und Bürgern, die aus anderen Ländern gekommen sind, auch unter den Grundschülern und Grundschülern. Und das heißt, das geht schon alles. Und da hoffe ich, dass wir alle uns unterhaken und alles dafür tun, dass wir genau diesen Fortschritt erreichen. Ich jedenfalls kann Ihnen sagen, Spracherwerb ist so wichtig, wie Sie das sagen. Danke für Ihre Frage. Ja, was man vielleicht noch ergänzen kann, Anfang Dezember kommt die nächste PISA-Studie, die dann sicherlich auch noch mal so einigen Aufschluss geben wird über unser Bildungsniveau. Wir bleiben noch mal auf dieser Seite. Wir hatten gerade eine Dame, wir nehmen den Herrn hier in der 2. Reihe. Janis kommt zu Ihnen. Guten Tag, Herr Bundeskanzler.
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, in den 80er Jahren informierte mich der Vaterstaat, ich solle zusätzlich zu meiner Rente doch noch eine eigene Altersvorsorge ansparen. Das habe ich getan. Ich habe also von meinem Netto über meinen Arbeitgeber Überweisungen auf eine Lebensversicherung zahlen lassen. Vater Staat hat die Spielregeln 2003 auf 2004 geändert und meine Lebensversicherung in eine betriebliche Altersvorsorge umformuliert. Seitdem ich jetzt diese Auszahlungen habe, zahle ich rund 20% von meinem Ersparten, von meinem Nettogeld, in die Krankenversicherung noch einmal ein, inklusive Arbeitgeberanteil. Ich bin kein Arbeitgeber. Das wäre so, wie wenn ich eine Haftpflichtversicherung für mein Auto habe und sage, nächsten 1.1. bitte 20% von meinem Nachbarn abziehen. Das kann doch nicht richtig sein. Und Sie haben in Mannheim vor 2 Jahren gesagt, Sie schaffen das ab, sobald Sie Kanzler sind. 2 Jahre sind vergangen. Sie haben das in der Bundesrepublik in allen Städten, wo Sie waren und zu dem Thema befragt wurden, gesagt, Sie machen das. Wann, bitteschön? Schönen Dank für Ihre Frage. Und das ist in der Tat so, dass es an vielen Orten der Republik welche gibt, die mich auf die Frage ansprechen. Für diejenigen, die jetzt nicht so genau wissen, worum das geht, das ist in der Tat so gewesen, dass es eine Zeit lang die Praxis gab, dass die Beiträge, die man lohnmindernd, also mit Abzug vom Lohn über den Arbeitgeber für die Altersvorsorge beiträgt, nicht mit einem Krankenversicherungsbeitrag belegt waren. Und das ist dann irgendwann geändert worden. Und deshalb stimmt auch Ihre Formulierung. Würde ich Ihnen einmal recht geben. Ob das hier richtig war, das ist die eine Frage. Aber da sind die Spielregeln zwischendurch geändert worden. Und deshalb sind natürlich alle Beteiligten ganz schön aufgeregt darüber, dass das passiert ist, weil sie sich das immer anders gedacht haben. Jetzt gibt es die Regelung, wie sie neu ist. Da sind jetzt mehrfach Schritte gemacht worden, um die Belastung, die damit verbunden ist, zu reduzieren. Und wir gucken uns auch weiter an, was man noch machen kann, was sicherlich nicht geschehen wird, weil das finanziell niemand stemmen kann, eine rückwirkende Änderung über den ganzen Zeitraum. Das jedenfalls ist außerhalb der ökonomischen Handlungsmöglichkeiten, die wir haben, denn das müssten wir ja hinter der allen anderen Versicherten als zusätzlichen Beitrag abverlangen oder aus Steuermitteln dann zahlen. Aber eine gute Regelung zu entwickeln, die auf das aufbaut, was wir an Verbesserung für diese Belastung hingekriegt haben. Das ist unverändert das Ziel und ich weiß auch, dass darüber nachgedacht wird, was man da machen kann. Es ist nur nicht ganz einfach, weil im Zweifel auch sehr teuer. Vielleicht fragen wir ganz kurz nach, weil ich Ihrer Körpersprache entnehmen konnte. So ganz zufrieden waren Sie mit dieser Antwort, glaube ich, nicht. Überhaupt nicht. Wenn man einem Geld wegnimmt, das vorher per Vertrag geregelt war, dass das nicht zutrifft, der Gesetzgeber rückwirkend in Verträge eingreift und dann sagt, und jetzt zahlst du doch noch einmal Sozialversicherung aus deinem Netto, weil ich über der Beitragsbemessungsgrenze war, war ja ganz klar, dass ich nicht noch einmal darüber bezahlen muss. Macht kein Mensch in Deutschland. Und dann, die jetzigen Regelungen bei Direktversicherung sind ja noch schlimmer. Meine Tochter hat mich gefragt, ob sie so einen Vertrag abschließen soll. Sie ist unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Das bedeutet, der Arbeitgeber spart Geld und ihre Rentenversicherung wird noch kleiner. Das ist noch schlimmer. Ja, also jetzt nochmal, um das zu sagen. Ich finde, dass es richtig ist, dass Sie es ansprechen. Ich finde, dass da auch etwas passiert ist, was viele so aufregt wie auch Sie. Das ist jetzt lange zurück. Das alles rückabzuwickeln ist außerhalb der Handlungsoption und kann deshalb auch niemand versprechen, der je glaubt, dass er mal ein Regierungsamt ausüben wird, egal welches, weil man dann ja mit dieser Aussage auch eingeholt würde. Und das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die damalige Gesetzgebung dieser Jahre richtig oder rechtmäßig jedenfalls gewesen ist. Und trotzdem, und zwar wegen des Ärgers, den Sie haben, hat schon die Absicht bestanden, hat es schon Korrekturen gegeben und besteht auch weiter daran, die Absicht, was zu basteln, das funktioniert. Ich sage Ihnen nur voraus, es wird Sie nicht ganz zufriedenstellen, weil die Rückabwicklung über einen Zeitraum von 2003 bis jetzt, das wird nicht finanziell darstellbar sein. Sind also nur 13 Milliarden, hat er laut gerufen. Also
um mal zu sagen, sind nur 13 Milliarden. Danke auf jeden Fall für Ihre Frage. Wir werden sicherlich nicht alle Fragen zu vollster Zufriedenheit beantworten können, aber so bin ist auch für Politik. Ehrlichkeit, das gehört ehrlicherweise auch zur Politik dazu. Hier in dem Bereich waren wir noch gar nicht. Vielleicht gerade mal hier bei der jungen Dame in Rot. Tabea, du hast wahrscheinlich den kürzesten Weg von dort. Kleinen Moment, dann sind wir gleich mit einem Mikrofon bei Ihnen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Scholz, dass Sie hier sind. Meine Frage zielt ein bisschen darauf ab, was Ihr politisches Herzensthema ist. Stellen Sie sich vor, die SPD hätte für ein einziges Gesetz die absolute Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Und Sie allein dürften entscheiden, was umgesetzt wird. Wofür würden Sie sich entscheiden und warum? Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich hatte das Gefühl schon mal, als ich das erste Mal Bürgermeister in Hamburg wurde, hatte die SPD für das Landesparlament die absolute Mehrheit gewonnen. Das fühlte sich ganz gut an. Also, es war dann sicher nicht nur ein Moment, sondern ganze 4 Jahre. Aber davon sind wir jetzt ja ein bisschen weg. Also, insofern stelle ich mir das vor und mir fallen ganz viele Dinge ein. Aber das Wichtigste ist, dass diejenigen, die viel und hart arbeiten und wenig verdienen, besser gestellt werden. Deshalb war für mich die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro so wichtig und die Frage, wie kann man dafür sorgen, dass Leute, die hart arbeiten, aber wenig verdienen, besser wegkommen, das ist immer im Mittelpunkt dessen, was ich denke. Danke für Ihre Frage. Jetzt gehen wir mal hier auf die Seite wieder zu einem Herrn, vielleicht der junge Herr hier am Stehtisch, an den Tischen waren wir noch gar nicht. Ja, gerne, wenn Sie beide wollen, aber vielleicht der Herr im Dunklen zuerst. Sie haben sich, glaube ich, zuerst gemeldet. Maria ist unterwegs zu Ihnen. Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Ramo Vum Gesell und ich studiere Politikwissenschaft an der Universität Mannheim. Und wir hatten ja jetzt Corona, die Mietpreise sind explodiert, der Lebensunterhalt ist fast nicht zahlbar für einen Studenten, obwohl wir auch arbeiten gehen. Und da bleibt es eigentlich nur noch übrig, BAföG zu nehmen, wo nur 11% der Studenten überhaupt berechtigt dazu sind und was sie auch kürzen wollen mit der Bundesregierung und oder einen KfW-Kredit. Und da sind die Zinsen in den letzten 18 Monaten von 3,7% auf knapp 9% gestiegen. Der KfW-Kredit von der staatlichen Bank ist, die Sie kontrollieren könnten, auch den Zinssatz, könnte zu einer Schuldenfalle für viele Studenten werden. Was sagen Sie dazu und können Sie das nicht beeinflussen? Na, also was die Fragen betrifft, will ich Ihnen gern was dazu sagen. Erstens, es plant niemand, das BAföG zu kürzen. Jedenfalls in der Regierung kenne ich keinen. Und bin natürlich irritiert, wenn so ein Gerücht sich verbreitet und frage, wer war der Bösewicht, der das erzählt hat und auch noch wahrscheinlich im Netz irgendwo verbreitet. Aber den Plan gibt es nicht. Das, was aber stattfindet, ist etwas, das Sie mit der Zahl der Berechtigten beschrieben haben. Und dahinter steckt etwas, was mich auch ein wenig umtreibt. Die Zahl derjenigen, die BAföG bekommen, nimmt ab, obwohl wir schon mehrfach die Zahl der Berechtigten und die Einkommensgrenzen verbessert haben, sodass mehr das kriegen können. Aber jedes Mal, wenn wir die Sache verbessert haben, hat die Zahl trotzdem abgenommen. Und das kann man sogar in Mannheim an den Studierendenzahlen sehen und auch deutschlandweit. Leider ist es so, dass die Zahl derjenigen, die studieren, bei denen nicht wenigstens ein Elternteil Abitur hatte, also die Zahl, wo gar keiner Abitur hatte oder niemand studiert hat, immer kleiner wird. Und die Zahl derjenigen, wo im Prinzip die Eltern schon Akademiker waren, immer größer wird. Das heißt, die kommen oft aus Elternhäusern, wo dann auch ganz ordentlich verdient wird. Und deshalb ist die Frage, die mich jetzt ganz unabhängig vom BAföG umtreibt, wie können wir nochmal eine große Entwicklung schaffen, dass gewissermaßen Bildungsgerechtigkeit dazu beiträgt, dass auch ein Kind aus einem, mehr Kinder aus einem Elternhaus, wo kein Elternteil Abitur gemacht hat oder studiert hat, sagen, das will ich machen. Das war mal eine ganz große Welle und jetzt scheint es irgendwie wieder weniger zu werden. Ein bisschen, was hat das damit zu tun, dass viele Eltern, die jetzt Akademiker sind, Kinder waren von Eltern, die keine waren. Und das hat ja stattgefunden. Aber es ist nicht die ganze Erklärung. Da ist etwas, was mit Gerechtigkeit zu tun hat, zu lösen.
Ansonsten haben wir versucht, jetzt in der Corona-Krise den Studierenden zu helfen, zum Beispiel mit einer im Internet beantragbaren Zusatzleistung, was auch viele gemacht haben. Nicht alle erstaunlicherweise, aber die allermeisten haben das gemacht. Leider hat es, weil Deutschland so ist, wie es ist, mit der Entwicklung der digitalen Handlungsmöglichkeit etwas gedauert. Das ist eine kleine Untertreibung. Aber als es denn fertig war, hat es super funktioniert. Und sogar ausgehalten, dass in wenigen Minuten ganz viele das beantragt haben und dann automatisch die Auszahlung bekommen haben. Und wir haben was gemacht in Bezug auf Mittel zum Heizungszuschuss, den es einmal gegeben hat für Studierende. Und wir haben, als die Preise so komplett explodiert waren, und wir haben natürlich jetzt auch diesen Kredit, dessen aktuelle Höhe mir nicht bekannt ist. Die Zahl, die Sie mir da gesagt haben, irritiert mich auch. Ich gucke mal, ob es so ist. Und wenn es so ist, werde ich mich dem Thema mal widmen. Danke für Ihre Frage. Danke für die Antwort. Der Herr nebendran hatte, glaube ich, auch eine Frage. Sie hatten sich eben beide gemeldet. Ging es in die gleiche Richtung? Ist es beantwortet damit? Es war genau die gleiche Frage. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Gut. Danke. Also, weitere Fragen? Und zwar die Dame hier in der Mitte. Ich weiß nicht, wer von euch mit dem Mikro am nächsten hierher kommen kann. Die Dame im schwarzen Shirt mit der goldenen Brille. Okay. Maria, schaffst du es hierher? Kleinen Moment, dann sind wir gleich bei Ihnen. Vielen Dank. Also auch von mir nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Bei mir geht es auch in Richtung Bildung. Ich habe mich eben gefreut, dass Sie darüber gesprochen haben, dass Sie die Azubis und dualen Studenten kennengelernt haben, dass Sie sich keine Sorgen um die Zukunft machen. Mein Herzensanliegen ist das Thema Digitalisierung und Bildung. Und ich habe selber eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und festgestellt, dass ich sehr viel lerne, was ich gar nicht brauche, und andersrum sehr viel in der Bank lernen musste, was ich brauche, um meinen Job auszuüben. Jetzt ist meine Frage, was plant die Bundesregierung, um die Bildungseinrichtungen darauf anzupassen, um mit der Geschwindigkeit der Digitalisierung mitzugehen, gerade in Richtung künstliche Intelligenz. Das ist so ein Stichwort, das ich in dem Zuge mal bringen möchte, weil einfach die Digitalisierung viel schneller voranschreitet, als die Bildungseinrichtungen sich anpassen. Und wir werden in Zukunft andere Skills benötigen in Richtung künstliche Intelligenz, um eben damit arbeiten zu können. Und ich habe das Gefühl, das Bildungssystem kommt da aktuell nicht ganz mit. Ja, also dass wir bei der Digitalisierung unserer Schulen einen Nachholbedarf haben, haben wir ja während der Corona-Pandemie und während der vielen furchtbaren Schulschließungen erlebt, wo dann im Prinzip keine Strukturen existiert haben, die jetzt Unterricht zu Hause gewährleisten können. Und da muss man ja mal sagen, es sind jetzt ja viele ukrainische Kinder in Deutschland. Da hat das mit der Digitalisierung geklappt. Die kriegen Unterricht digital aus der Ukraine, einige so. Nochmal zusätzlich, wenn Sie das wollen, neben dem, was in unseren Schulen stattfindet. Also es kann ja nicht unlösbar sein, wenn ich das mal so sagen darf. Und da wünschte ich mir, dass das in Deutschland auch mehr der Fall ist. Wir haben Mittel bereitgestellt für einen Digitalpakt. Wir haben auch während der Pandemie Mittel für Geräte, sowohl für Lehrerinnen und Lehrer als auch für Schüler, die nicht genug Geld hatten, mobilisiert. Aber am Ende bleibt das natürlich eine Aufgabe, die eine Anstrengung ist, die durch Unterhaken geschieht, indem die 16 Länder und die vielen Gemeinden, die für die Schulen und manchmal auch für den digitalen Infrastruktur zuständig sind, das dann auch wirklich machen und mit dem gleichen Ernst vorantreiben. Unser Beitrag ist der Digitalpakt, den wir haben, und der Versuch, das hinzukriegen. Dass das nur wegen des Föderalismus nicht gelingt, das glaube ich nicht. Denn Deutschland war ja schon föderal, bevor es ein Staat war. Und sogar bevor wir wirklich als Deutschland die Staatlichkeit gewonnen hatten, war das dann so, dass man sich schon über ein gemeinsames Abitur quasi geeinigt hatte. Also vor allem. Warum sollte es jetzt, wo wir immer ein richtiger Staat sind, nicht gelingen, dass wir auch solche Fragen miteinander so lösen, dass das überall passiert und nicht jeder auf den anderen zeigt? Ich glaube, das muss so sein. Im Übrigen stimme ich Ihnen zu, wir brauchen Kompetenzen, wir müssen Sachen selber können. Deshalb finde ich, habe ich ein großes Verständnis, wenn Programmieren, Coding an Schulen als Thema entwickelt wird. Und man muss es zumindest so viel verstehen, dass man mitreden kann. Und das, glaube ich, gilt nicht nur für Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten, das gilt auch für
Leute im Management und viele andere in der Gesellschaft. Um mal ein plattes Beispiel zu erzählen. Wenn man irgendwo im Unternehmen arbeitet und es wird über den Fuhrpark gesprochen, kann jeder mitreden. Weil fast alle haben mal Autoquartett gespielt oder irgendwas der Art. Also jedenfalls mit Autos haben sich viele deutsche Frauen und Männer irgendwie beschäftigt, sodass sie eine Idee haben, wo das Steuer ist, wo das Gaspedal ist, dass die jetzt demnächst elektrifiziert werden oder es anders wird. Jeder hat eine Idee. Bei künstlicher Intelligenz ist das nicht so ein Allgemeinwissen, wo man als jemand, der das gar nicht machen will, aber benutzen will, zumindest eine Idee hat, was ist das eigentlich? Und ich glaube, das müssen wir als Grundverständnis aus unseren Bildungsinstitutionen mitnehmen, dass wir die wichtigsten technologischen Umweltbedingungen, die wir haben, so gut verstehen, dass selbst wenn wir Musikerin sind oder wie ich Jurist und Anwalt, das so genau verstehen, dass wir die Welt, in der wir uns bewegen, begreifen. Und das, glaube ich, ist die Aufgabe, damit wir auch mit der Geschwindigkeit mithalten können. Ja, genau. Dankeschön. Hier sind direkt weitere Fragen. Die Dame hier im grauen Anzug. Guten Tag, guten Abend, Herr Scholz. Ich möchte meine Frage wegen Iran ist. Ja? Sie wissen schon, die Revolutionsgarde in Iran unterstützt die Hamas und Hezbollah und Terroristen in ganzer Welt. Ich frage, warum ist die IRGC nicht auf dem europäischen Terroristenlisten aufgelistet? Erstmal haben Sie völlig recht. Das ist ein furchtbares Regime, das seine eigene Bevölkerung unterdrückt. Das haben wir jetzt noch mal neu gesehen, als viele Frauen und viele Jugendliche sich einfach nicht mehr damit abfinden wollten, dass ihr ganzes Leben so reglementiert wird und sie ihre Freiheit irgendwie für sich gewinnen wollten. Brutalster Terror hat gegen all die gekämpft. Und es stimmt auch, was Sie sagen, dass viele von den Terrorgruppen finanziert werden von dem Iran. Das gilt für die Hamas in Gaza, das gilt für die Hisbollah in Libanon und drumherum, das gilt für einige iranische Ableger, Proxys, abhängige Strukturen in Syrien und Irak. Das gilt für Gruppen im Jemen. Und deshalb ist das schon alles sehr bedrohlich. Darum gibt es auch kaum ein Land, gegen das mehr Sanktionen verhängt worden sind als gegen den Iran, der wenig an moderner Technologie und anderen Sachen importieren kann, weil wir eben mit den strengen Regeln, die wir machen, auch einen Beitrag dazu leisten wollen, dass der Iran sich ändert. Und im Übrigen gibt es ja auch immer noch eine große Aufgabe, die wir erreichen wollen. Wir wollen verhindern, dass der Iran Raketen bekommt, mit denen man Atomwaffen transportieren kann und genügend Atomwaffen, die er darauf packen kann. Das sind ganz große Fragen. Und man sieht, wie bedrohlich das werden kann, wenn das anders ist. Die Revolutionsgarden, von denen Sie dort sprechen, die sind mit allen möglichen Sanktionen und Regeln belegt. Über die Frage, wie Europa das macht, das ist an bestimmte rechtliche Kriterien gebunden. Aber ich will Ihnen jedenfalls, und diese Entscheidung muss auf EU-Ebene technisch betrachtet und vorbereitet werden. Aber es ist jetzt so, dass deren Handlungsspielraum auch jetzt schon nicht mehr existiert. Es gibt lauter gesetzliche Regeln, die können in Europa jedenfalls nichts machen. Das wäre jetzt nicht mehr ein großer Unterschied zu der heutigen Situation. Und deshalb seien Sie sicher, wir werden alles dafür tun, dass nicht vom Iran aus sich Terror verbreiten kann, auch nicht hierher. Danke sehr. Jetzt waren wir viel hier in diesem Bereich. Daher der Vorschlag, Olaf Scholz noch mal hier in diesem Bereich zu gehen. Die Dame gerade hier in der ersten Reihe. Janis, du bist direkt mit dem Mikro da. Die Dame hier. Lieber Herr Bundeskanzler, ich wollte Sie fragen, ob wir nächste Woche vielleicht mal zusammen zoomen können, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ich glaube nicht. Okay, dann versuche ich es in Kurzform. Ich würde Sie gerne gewinnen für das Thema Freiwilligendienste. Und zwar ist es wichtig als Stütze für die Gesellschaft. Es machen 70.000 junge Leute vor allen Dingen Freiwilligendienst. Und im Koalitionsvertrag ist ja auch beschlossen,
eigentlich diesen Bereich auszubauen und zu fördern, mehr Wert zu schätzen durch mehr Taschengeld und so weiter und so weiter. Und jetzt wird wahrscheinlich, wenn nichts anderes passiert, eine Kürzung stattdessen vorgenommen. Und zwar in 2 Wochen am 16. im Haushalt soll ja besprochen werden, sozusagen diese Leistung zurückzunehmen. Das sind, glaube ich, 78 Millionen Euro, um die es da geht. Und ich arbeite auch in dem Bereich und weiß, dass viele Stellen uns jetzt zurückmelden, wir können das nicht mehr tragen. Da fallen vor allen Dingen in der Pflege viele Stellen weg. Das ist natürlich auch ein Einstieg in soziale Berufe. Und viele landen ja dann auch wirklich in der Jugendhilfe, in Kitas und so weiter. Und deshalb ist meine Frage, kann ich Sie dafür gewinnen, sich dieses Thema auch nochmal vorzunehmen und vielleicht auch wirklich für diese Sitzung in 2 Wochen am 16. im Haushalt irgendwas zu tun, um diesen Kurs nochmal zu ändern? Schönen Dank für Ihr Engagement. Die Freiwilligendienste sind wirklich ein großer Erfolg, denn das ist ja freiwillig. Wird ja immer diskutiert über verpflichtende Dienstjahre, soziale Dienstjahre oder so, aber die Wahrheit ist, es gibt ganz viele, die das machen wollen und für die haben wir jetzt schon nicht genug Plätze. Deshalb ist das natürlich angesichts der ganzen Haushaltsenge problematisch, wenn man dort auch manchmal nur ein paar Millionen wegnimmt, weil das hat dann schon irgendwelche Auswirkungen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass erstens alle das gehört haben. Auch bei mir ist diese Frage jetzt schon zum 280. Mal aufgekommen. Insofern haben viele da wirklich berechtigt was gesagt. Es wird jetzt aber, sage ich mal, als Kanzler der Bundestag sein, der die abschließende Entscheidung über den Haushalt trifft. Plan ist Anfang Dezember und die Sitzung, die Sie ansprechen, ist die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses. Da wird dann bis nachts irgendwie entschieden, was so die einzelnen vielen, vielen Posten im Bundeshaushalt machen. Aber jetzt ist Stunde des Parlaments, kann Ihnen aber berichten, dass viele Abgeordnete das so sehen wie Sie. Dankeschön. Weitere Fragen? Wir hatten jetzt gerade 2 Damen. Dann gehen wir doch zu dem Herrn in der orangen Jacke, bitte sehr. Ja, Mikrofon. Herr Bundeskanzler, guten Abend. Als ich aus Neustadt hergefahren bin, ist mir eine Frage ganz brisant vor Augen geführt worden. Warum schaffen Sie es nicht? Warum schafft es Sunak und Emmanuel Macron und Joe Biden nicht, diesen unsäglichen Krieg in der Ukraine zu beenden? Ist da China schuld? Ist da Südamerika schuld? Ist Argentinien schuld? Oder wo sind die Gegenspieler? Warum schafft man das nicht? Am langen Tisch zu sitzen und sich diesen Monolog anzuhören, ist sicherlich vielleicht ganz gut, aber ist nicht ausschlaggebend für eine Beendigung des Krieges. Und jeder liefert Waffen in Milliardenhöhe und nicht nur Ukrainer sterben, auch Russen sterben. Es ist unsäglich. Frage an Sie, ist da irgendwo Licht am Horizont? Das ist wirklich furchtbar, was mit dem russischen Angriff auf die Ukraine verbunden ist. Eine Aufkündigung der Friedens- und Sicherheitsordnung, die wir in Europa über viele, viele Jahrzehnte nach den schrecklichen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges hatten. Und eine der Erkenntnisse, auch sehr durch das vorangebracht, was Willy Brandt und Helmut Schmidt gemacht haben an Friedens- und Entspannungspolitik, war die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die Dinge, die daraus sich heute entwickelt haben. Und dort und in vielen weiteren Beschlüssen, Dokumenten, sogar gemeinsam zwischen NATO und Russland, stand drin und steht immer noch drin, Grenzen werden nicht mit Gewalt verschoben. Das ist die Grundlage für das Sicherheitsgefühl, das wir uns sogar in den Zeiten des Kalten Krieges und der wechselseitigen atomaren Bedrohung irgendwie erarbeitet hatten. Und auch ganz wichtig, denn wenn jetzt irgendwelche Leute anfangen, so wie der russische Präsident, in Geschichtsbüchern zu blättern und zu gucken, wo waren mal früher Grenzen, dann hätte es Stoff für 200 Jahre Krieg. Weil jeder wird finden, da war mal was meins, in Anführungsstrichen. Und dass das nicht so ist, das ist die Grundlage. Und es war eine große Tat von Willy Brandt, sicherzustellen, dass wir die heutige deutsche Ostgrenze zu Polen als endgültige Grenze akzeptieren.
und dass wir mit dem Vertrag über die deutsche Einheit das auch noch einmal gemacht haben und sagen, das wird sich nie wieder ändern, das ist jetzt endgültig so. Und ich glaube, diese Gefahr, die von diesem Angriff ausgeht, kann deshalb gar nicht überschätzt werden. Deshalb ist es auch richtig, dass wir das tun, was Sie sagen, nämlich der Ukraine helfen, sich zu verteidigen. Denn der echte, wirkliche Plan des russischen Präsidenten war, sich die Ukraine ganz oder überwiegend zu nehmen. Und man musste auch nicht rein geheimnissen. Das hat er alles öffentlich gesagt und aufgeschrieben. Er findet eigentlich Belarus, deshalb ist das so ein Verbündeter, der ständig mit zusammengequetschten Zähnen, also mit festen Zähnen da sitzt, die aufeinander beißt, weil er auch Angst hat, dass er, wenn die Ukraine verliert, als nächstes dran ist und gar nichts machen kann, weil er ja nun auch noch selber Diktator ist und fürs Diktatorsein den russischen Präsidenten braucht. Und diese Situation, die ist wirklich gefährlich. Jetzt sagen immer alle, das muss doch irgendwie gehen, dass das aufhört. Aber das geht natürlich nicht dadurch, dass wir sagen, jetzt hört es auf. Sondern es gehört dadurch auf, dass der russische Präsident an ihn sieht, dass das so nicht funktionieren kann. Und das muss das Ziel von auch diplomatischen Bemühungen sein, die ja in großem Umfang stattfinden. Jetzt hat es zum Beispiel erst in Kopenhagen, dann in Jeddah, dann jetzt auf Malta Konferenzen gegeben von immer mehr auch Staaten aus aller Welt, die sich mit der Frage beschäftigen, wie könnte man Frieden hinkriegen. Es hat die Bemühungen gegeben vom UN-Generalsekretär, vom türkischen Präsidenten und von uns allen, Getreideexporte, Düngemittelexporte zu ermöglichen. Das hat Russland wieder aufgekündigt, nachdem das eine Zeit lang gut funktioniert hat. Wir haben uns über Gefangenaustauschfragen unterhalten, über vieles, was damit zusammenhängt. Aber es bleibt ein Problem, das bis heute nicht erkennbar ist, dass der russische Präsident von der Idee Abstand nimmt unter Inkaufnahme jeden ökonomischen und menschlichen Verlustes für sein eigenes Landes, einfach sein Land zu vergrößern. Das ist das, worum es ihm geht. Und die Gründe, die er für diesen Krieg alle aufgeführt hat, die stimmen ja nicht. Also, er hat gesagt, die Ukraine kommt nächsten Tag in die NATO. War nicht wahr, wie jeder weiß. Er hat gesagt, da werden Raketen stationiert. War nicht wahr, hat auch keiner vor und haben auch alle gesagt, der amerikanische Präsident, ich, der französische Präsident, haben gesagt, nein, das passiert jetzt nicht, das ist nicht der Plan. Aber es ging ihm auch gar nicht darum, irgendwas zu erreichen in dieser Art, sondern er wollte schlichtweg diesen Eroberungsfeldzug. Und damit sind wir jetzt alle konfrontiert. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen. Das ist, glaube ich, wichtig. Einmal in der Unterstützung der Ukraine, aber auch zu sagen, es muss so sein, dass die Möglichkeit eines Friedens eröffnet wird. Aber ein notwendiger Schritt ist auch Rückzug von Truppen seitens Russlands. Denn dass er damit durchkommt, zu sagen, das nehme ich mir, das ist eine Botschaft, das hören dann auch ganz viele andere in der Welt. Und was heißt das für viele kleinere Länder neben großen Ländern? Dass sie ab jetzt akzeptieren müssen, dass wenn das große Land Appetit bekommt, sie eben dran sind? Das, glaube ich, können wir nicht akzeptieren. Und deshalb sage ich da Ihnen nur zu, das ist jeden Tag Thema. Wir tun alles, wir stimmen uns ununterbrochen ab. Ich versuche alles, einen Fortschritt zu erreichen. Aber er darf nicht über einen Verrat an der Ukraine und ihrem Recht, ein eigenes Land zu sein, das sich demokratisch selbst regiert, geschehen. Dankeschön. Ich glaube, hier in diesem Bereich sind wir noch nicht gewesen. Der Herr im blauen Hemd. Clementina ist bei Ihnen. Hallo, schönen guten Abend, Herr Scholz. Ich möchte mal aus diesen Veranstaltungen einen Mitschnitt haben, wo nur die Worte der Moderatorinnen und Moderatoren nacheinander gesendet werden. Der Mann im blauen Hemd, die Frau im roten Pullover und so weiter. Das gibt eine tolle Sendung. Olaf Scholz, Sie wissen, das gibt es anschließend auf bundesregierung.de. Das können Sie sich alles zusammenschneiden lassen. Sehr gut. Ja, schönen guten Abend, Herr Scholz. Ich habe eine kurze Frage zum Thema Solaranlagen. Und zwar seit einem Jahr bin ich jetzt im Besitz von einer PV-Anlage, was auch echt eine gute Sache ist. Trotzdem gerade nachts, wenn die Sonne nicht scheint, beziehe ich weiterhin Strom für im Schnitt knapp 40 Cent oder 38, wo er bei uns gerade liegt. Der Überschuss wird tagsüber für 8,2 Cent eingespeist. Den verkaufe ich. Warum ist da die Differenz so hoch zwischen den 8,2 und den knapp 40 Cent? Und ist da noch irgendwas geplant von der Regierung, irgendwie die Lücke zu schließen?
Naja, also das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil sie natürlich auch Strom anzubieten haben, den vielleicht gerade keiner braucht. Das muss man dazu sagen. Dadurch wird die Sache auch nicht einfacher. Und deshalb ist es auch keine so einfache Frage. Der Strom, der verkauft wird, ist ja auch nie teurer. Also wenn Sie an der Börse Strom kaufen, dann kostet er im Augenblick mehr, weil der bestimmt wird von den höheren Gaspreisen und den Dingen, die sich da noch durchschlagen. Aber wenn es jetzt so wäre, dass wir jetzt nicht Putins Stopp der Gaslieferung nach Europa gehabt hätten und alles wäre noch normal, dann würden Sie praktisch fast nie, außer in so ganz dramatischen Lagen, wo alles andere ausfällt, mehr kriegen als das. Und diejenigen, die Ihnen dann 38 Cent in Rechnung stellen, die haben auch nicht mehr, also heute ab und zu mehr, mussten das ja teuer kaufen, ihre Produktionsmöglichkeiten, teuer Gas einkaufen und so weiter. Aber die haben, würden Ihnen, die würden auch dann diesen Preis zahlen, wenn sie es irgendwie kaufen. Und da, glaube ich, liegt das in Wahrheit drin. Da ist aber jetzt natürlich, wenn sie es zurückkriegen, Vertrieb drin, Verwaltung, Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, Netzentgelte, Kosten, die da sind. Und sie kriegen ja nur das Geld, was sie fürs Reintun ins Netz machen. Also da kann ich Ihnen leider nicht versprechen, dass sich diese Differenz substanziell ändert. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass dadurch, dass wir unser Ziel erreichen, 20-30-80% erneuerbare Energien in der Stromproduktion zu haben, und da haben wir jetzt viele Gesetze geändert, damit das schnell und zügig gelingt, dass dadurch die Strompreise strukturell sinken und dann das, was sie zahlen, nicht mehr so hoch ist. Hoffe ich jedenfalls. Danke für Ihre Frage. Ja, Olaf Scholz, wie wollen wir es machen? Mit kurzem Nicken geht's auch? Nein, nein, Sie sollen es so sagen wie bisher. Das haben auch alle anderen auch so gemacht. Wir wollen ja, es geht ja im Kanzlergespräch um Ihre Worte. Genau. Deswegen halte ich mich wirklich zurück. Die Dame hier in Beige, die ist an dieser Stelle. Bitte sehr, das Mikro ist zu Ihnen unterwegs. Janis. Hallo, mein Name ist Amelie Wagner. Ich studiere auch an der Uni Mannheim Lehramt. Ich wohne in der Neckarstadt West und engagiere mich dort auch täglich ehrenamtlich. Die Neckarstadt West wird im Sozialatlas als Typ 5 eingestuft. Und da frage ich mich, warum hängt heute immer noch der Wohnort der Kinder und Jugendlichen mit der Bildungsgerechtigkeit zusammen? Und zwar ist es so, dass im Durchschnitt in Mannheim-Lindenhof 80% der Grundschüler nach der Grundschule aufs Gymnasium kommen. In der Neckarstadt West sind es nur 30%. Und da frage ich mich, wie kann man den Kindern Hoffnung machen in der Neckarstadt West? Und warum ist es so, dass die Postleitzahl auch die Bildungsgerechtigkeit bestimmt? Eine berechtigte Frage. Nun weiß ich nicht, wie es 1960 in diesem Ort gewesen ist, aber da war wahrscheinlich der Übergang aufs Gymnasium 0%. Und ich weiß jedenfalls, dass von der Grundschule, von der ich abgegangen bin, die genaue Zahl habe ich, weil es jetzt so ein paar Jahrzehnte zurückliegt, nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, mit mir aus 5 Klassen mit jeweils über 30 Schülern überhaupt nur 7 oder 8 aufs Gymnasium gegangen sind. Und das zeigt ja, dass eigentlich die 30% ein richtiger Fortschritt sind, gemessen an, wie es früher mal war. Trotzdem bleibt das Thema so stark und so herausfordernd, wie Sie das sagen. Was ist die Antwort? Ein bisschen habe ich die vorhin schon gegeben. Wir müssen uns ganz viel Mühe am Anfang geben. Also wenn es gelingt, ein flächendeckendes Angebot von auch, wie ich finde, gebührenfreien Krippen und Kitas zu haben, dann würde das was bedeuten, was die Schüler schon mitbringen, wenn sie in die Grundschule kommen. Und wenn wir die Mittel, die wir in Schulen einsetzen, auch nach der Frage, wie herausfordernd ist das vor Ort, teilen. Also gucken, was sind die Sozialindikatoren, wie sind die Bildungserfolge, wie sind die Bildungsvoraussetzungen und sagen, wo das alles ganz schwierig ist, da stecken wir einfach mehr rein. Dann würde das auch helfen. Und was natürlich auch ein Problem ist, wahrscheinlich jetzt nicht hier vor Ort, weil das dann eine Stadt ist, aber da rede ich jetzt ohne Wissen, also deshalb bitte Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aber was in ganz Deutschland, in den Flächenstaaten ein Thema ist, ist, dass natürlich
für die Schulgebäude zum Beispiel und wie die so sind, das macht ja auch was aus mit dem, auch, hat ja auch Wirkung auf den Schulerfolg, die Gemeinden zuständig sind oder die jeweils benannten kommunalen Träger, manchmal die Landkreise oder so. Und das führt natürlich dazu, dass wenn man in der Stadt oder Gemeinde lebt mit wenig Geld, da auch wenig Geld ist für diese Sache. Während anderswo, wo das alles in einen Topf geworfen wird, im ärmsten Stadtteil die teuerste Schule gebaut werden kann. Und da, glaube ich, müssen wir nochmal nachdenken, wie wir das hinkriegen, dass da Fairness existiert, die bedeutet, dass das möglich ist, dass vielleicht die teuerste, prächtigste, modernste Schule in der Stadt dann genau an einem solchen Ort ist und auch eine Botschaft ausmacht, also die sie versendet. Das, finde ich, sollten wir tun. Und dann müssen wir eben auf die Kernkompetenzen gucken. Dazu zählt auch Deutsch und Mathe, finde ich, und vieles andere. Und natürlich immer ganz viele tolle Lehrerinnen und Lehrer. Und deshalb danke, dass Sie das studieren. Danke sehr. Vielleicht wollen wir direkt hier bleiben. Der Herr im blauen Anzug. Hallo, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Jonas Witzgall, 25 Jahre alt. Ich bin Polizist aus Überzeugung. Die Polizei steht des Öfteren bundesweit immer wieder in der Kritik. Ich selbst bin schon Opfer von Gewalt und Beleidigung geworden. Wie möchte die Bundesregierung, wie möchten Sie als Bundeskanzler Ihre Polizei wieder stärken? Denn eins muss klar sein, wir sind eine bürgernahe Polizei. Gut, dass Sie Polizist geworden sind und gut, dass Sie es aus Überzeugung sind. Ich glaube übrigens, das sind die allermeisten. Und das will ich gern auch noch mal unterstreichen. Das ist ein schwieriger Dienst, eine schwierige Aufgabe. Und ich bin sehr froh über alle diejenigen, die sich für diesen Weg entscheiden und das machen. Und das unterscheidet unser Land übrigens ja auch von vielen anderen. Es gibt viele, die sich dafür bewerben und einige, die genommen werden, weil wir uns schon viel Mühe geben mit der Frage, wer wird Polizist, und auch viel Mühe geben mit der Ausbildung. Also wenn man mal umguckt, sich in anderen Ländern, wie schnell man da Polizeibeamter, Beamte sind sie ja nicht, also Polizist werden kann und das mit unserem langen Weg verbindet, vergleicht, da ist schon was drin. Und deshalb finde ich, kann man sich auch auf die Polizei verlassen. Ich jedenfalls habe immer großes Vertrauen in diejenigen, die das machen und bin sehr froh darüber, dass das Menschen sind, die das, wie Sie gesagt haben, von Herzen tun. Darum haben wir auch eine gemeinsame Verpflichtung. Die eine ist, als Steuerzahler genug Geld dafür aufzuwenden, dass wir genügend Leute haben, die das machen und genügend ausgebildet werden können und dass sie auch gut ausgestattet sind für ihre manchmal ja sehr gefährlichen Einsätze. Und das Zweite ist, dass wir als Bürgerinnen und Bürger und als Politik auch hinter der Polizei stehen. Und das muss man dann auch sagen und darf sich nicht verdrucksen. Und da können Sie sich bei mir drauf verlassen. Dankeschön. Die Dame neben Ihnen hatte auch direkt eine Frage. Genau hier, die Dame. Die Dame hier, Clementine. Vielen Dank. Hallo Herr Scholz, mein Name ist Aishnur Aydin und ich leite seit ein paar Jahren die Fachstelle Prevention, Prävention von religiös begründetem Extremismus, und zwar für Baden-Württemberg, bei der Jugendstiftung Baden-Württemberg. Und wir sind im Demokratiezentrum Baden-Württemberg. Wir sind ein zivilgesellschaftlicher Träger und werden vom Bundesprogramm Demokratieleben gefördert. Jetzt geht meine Frage an Sie, und zwar zum Demokratiefördergesetz. Wie ist das Leitziel daran und wie sieht das Format aus? Also wir wollen ein Demokratiefördergesetz machen. Da Sie ja vom Fach sind und sich schon länger damit beschäftigen, werden Sie wahrscheinlich auch schon mal geguckt haben, wie es vielleicht aussehen könnte. Aber es ist auf alle Fälle so, dass das eine Sache ist, die wir uns fest vorgenommen haben, auf die sich die Parteien, die die Regierung tragen, auch verständigt haben. Und es geht jetzt eigentlich mehr um Details. Wir können dort etwas tun, müssen das aber immer einbetten in die Tatsache, dass wir in einem föderalen Staat leben und der Bund, wenn er was macht, in Aufgabenbereichen, die die Sache der Länder und Gemeinden sind, das begründen muss, warum er das macht. Und wir werden also zwei Förderschwerpunkte haben. Das eine sind Sachen, die von überregionaler Bedeutung sind. Da kommen wir dann ins Spiel, weil überregional Bund passt irgendwie. Und das Zweite ist, dass wir das machen bei Sachen, die man mal ausprobieren will, die ein Modellprojekt sind oder sowas. Aber diese beiden Schwerpunkte werden da eine Rolle spielen.
Und da ist das Ziel schon sicherzustellen, dass diejenigen, die sich fachlich damit beschäftigen, die Netzwerke etablieren, die die Demokratie verteidigen, die Bürgerinnen und Bürger, darum geht es ja vor allem, junge Leute befähigen, dass sie Ansichten und Einsichten entwickeln, die für die Demokratie wichtig sind, dass die da auch sich entfalten können. Denn das gibt ja diesen schönen Satz, die Demokratie lebt nicht nur von den Gesetzen, sondern auch davon, dass wir als Bürgerinnen und Bürger sie als unsere Sache begreifen. Und zwar immer wieder und immer wieder neu. Schönen Dank für das, was Sie tun. Danke sehr. Ja, vielleicht gehen wir mal zu den Stehtischen. Da sind wir, glaube ich, noch gar nicht gewesen. Janis, du bist gerade in der Nähe. Vielleicht der Herr zu deiner rechten Seite. Hallo, Herr Scholz. Meine Frage richtet sich über Julian Assange. Ich wollte fragen, wieso Sie sich als Bundesregierung nicht für die Freilassung einsetzen. Es kann ja nicht sein, dass das Aufdecken von Kriegsverbrechen bestraft wird. Also es ist so, dass wir sehr darauf achten, dass alles nach rechtsstaatlichen Kriterien vor sich geht. Und deshalb haben auch alle immer darauf geachtet und wird die Regierung auch weiter achten, dass das nicht in Frage gestellt wird. Es darf also nicht sein, dass jemand wegen der Aufdeckung, die dort vorgenommen worden ist, jetzt verurteilt wird. Da sind wir jedenfalls sehr klar. Wir müssen uns, so wie die Dinge sind, allerdings in unseren Handlungsoptionen darauf verlassen, dass die Rechtsprechung in Großbritannien mit ihrer langen rechtsstaatlichen Tradition die richtigen Abwägungen findet. Denn unsere Handlungsoptionen enden ja bekanntermaßen an unseren Außengrenzen. Und insofern ist das die Situation, in der sich der Herr Assange gerade befindet. Sie hätten wahrscheinlich eine großartigere Antwort erwartet, aber es ist die wahre. Ja, also ich dachte mal, zumindest bei anderen Fällen positioniert sich die Bundesregierung ja auch für Sachen, die im Ausland passieren. Mir ist schon klar, dass nur wenn sie das fordern, dass sich das dann nicht sofort ändern wird. Aber es kommt halt oft so rüber, als ob für Bündnispartner wie Amerika oder Großbritannien, als ob man da doch noch, sich weniger traut, Kritik zu äußern als jetzt an anderen Staaten. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher und ich glaube auch eine kurze Durchsicht aller Zeitungen würde das Gegenteil bestätigen. Aber ich will schon sagen, dass wir uns in Europa wechselseitig als Rechtsstaaten empfinden und die Großbritannien mit seiner langen Tradition auch als einen Rechtsstaat, das zählt schon zu meinen Überzeugungen. Danke sehr. Dann bleiben wir gerade in Ihrer Blickrichtung. Wo gibt es weitere Fragen hier in diesem Bereich? Wir bleiben auch hinten, der Herr im karierten Hemd, bitte. Schönen guten Abend, Herr Bundeskanzler Scholz. Mein Name ist Thorsten Günder und ich habe eher eine persönliche Frage. Ich persönlich finde, dass Sie und die Regierung eigentlich einen ganz guten Job machen. Und als Hamburger, glaube ich, können Sie mit dieser Bewertung ganz gut umgehen. Allerdings in der Öffentlichkeit habe ich zumindest die Wahrnehmung, dass das immer wieder anders gesehen wird. Und in meinem Beruf freue ich mich auch über Lob. Und das erkenne ich relativ selten bei den Spitzenpolitikern. Meine Frage an Sie ist, wie gehen Sie damit um? Oder was motiviert Sie jeden Tag, Ihren Job zu tun? Zunächst mal danke für die Feststellung, dass wir schon was hingekriegt haben und ganz im hamburgischen Sinne, das ist ziemlich viel. So. Zweitens sollten wir jetzt auch unseren eigenen Anteil, unserem eigenen Ansehen nicht kleinreden. Die Tatsache, dass die vielen weitreichenden Entscheidungen dann aber so kompliziert und lautstark diskutiert zustande gekommen sind, hat es nicht einfach gemacht, für alle Bürgerinnen und Bürger zu erkennen, was denn auch tatsächlich passiert ist. Und wenn ich jetzt von dieser Stelle aus einen Rat an Beteiligte geben darf, daraus sollte man lernen und das für die Zukunft besser machen. Was die Frage betrifft, was motiviert mich? Also ich bin ja nicht Bundeskanzler geworden, weil ich das Kanzleramt so hübsch finde,
die Aussicht besonders und irgendwie sonst was Nettes erleben will, sondern weil ich was für mein Land tun will. Und das gilt dann natürlich auch, wenn die Zeiten ganz herausfordernd sind. Das haben mich auch schon mehrere gefragt. Herr Scholz, haben Sie sich das gedacht, Ukraine, also Russlands gegen die Ukraine, das, was dann alles jetzt noch neu gekommen ist, die ganzen Herausforderungen? Und nein, das habe ich zwar als eine Möglichkeit im Blick gehabt, aber nochmal die Antwort, ich mache das, weil ich in der Zeitspanne, in der ich einen Auftrag von den Bürgern und Bürgern habe, etwas dafür tun werde, dass die Welt besser wird. Und das motiviert mich jeden Tag. Dankeschön. Wir sind wieder bei einer Dame. Die Dame dort in Rot, bitte sehr. Tabea ist unterwegs. Sie müssen eine Sekunde warten, bis Sie das Mikrofon haben. Hallo Herr Bundeskanzler Scholz, mein Name ist Erika Keller und ich wollte eigentlich fragen, wie geht es mit dem 49 Euro mit dem Deutschland-Ticket weiter? Und dazu habe ich noch eine Frage. Ich habe gehört, dass auch schon Fälschungen im Internet kursieren und wird das auch geprüft auf Echtheit? Zwei Fragen, die beide sehr, sehr gut sind. Also erstens, das Deutschland-Ticket, wie wir es bewusst genannt haben, ist auf lange angelegt. Wie das so ist, wenn Bund und Länder was gemeinsam finanzieren, haben sie dann immer mal wieder neue Diskussionen. Die erleben sie jetzt ganz spannend über die Frage, wie das so gehen soll. Wir hatten aus Sicht des Bundes alles geregelt für dieses und das nächste Jahr und wir glauben auch, dass es so ist. Die Länder finden, da müsste noch ein Nachschlag hin. Gut, so eine Diskussion werden wir haben. Ich hoffe, dass das die Perspektive, die wir damit verbunden haben, nämlich dass das lange was verändern soll an unserem Mobilitätssystem, nicht in Frage stellt. Denn es haben ja, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, ganz viele das zusätzlich abonniert. Also nicht nur ihre bisherigen Tickets umgetauscht gegen das Deutschland-Ticket, um den öffentlichen Verkehr dann überall in Deutschland und manchmal auch vor Ort billiger nutzen zu können, sondern es haben sich viele zusätzlich entschieden. Weil es eben doch viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die haben ein Auto, könnten sich aber vorstellen, auch mal was anderes zu machen, als mit dem Auto zum Brötchen zu fahren, zum Brötchen holen meine ich, und bestimmte Strecken mit öffentlichem Verkehr zu machen, wenn sie nicht irgendwo ankommen in der Stadt und dann stehen sie vor so einem Automaten und überlegen sich, wie kann man das alles machen. Und deshalb kenne ich viele, die haben gesagt, ach, das mache ich mal, dann muss ich nie wieder nachdenken und ich glaube, das ist auch die Attraktivität. Die zweite Attraktivität ist, dass wir gesagt haben, es soll digital sein. Das hat auch ein bisschen Streit gemacht, weil nämlich wir festgestellt haben, dass es unglaublich viele Verkehrsverbünde gibt, die von digital noch ziemlich weit entfernt sind. Deshalb gibt es auch so eine Übergangsregelung, wo man zwar so halb, ich sage jetzt mal halb digital das machen kann, weil das überall nicht sonst geklappt hätte. Auf Dauer soll es aber rein digital sein, damit es auch einfach und handhabbar ist und man nicht viel mitschleppen muss, um es dann auch nutzen zu können. Und ich habe zwar jetzt nicht gehört, dass es da viele Fälschungen gibt, aber an dieser Schnittstelle ist das natürlich leichter möglich, als wenn die komplette Digitalisierung da schon realisiert wäre. Also irgendwann gibt es auch mit der Fälschung dann nicht mehr so einfach, falls es überhaupt so ist. Ich weiß es nicht. Danke sehr. Wir machen weiter jetzt mit einem Herrn. Vielleicht wieder auf dieser Seite. Wir waren gerade bei Rot, dann bleiben wir doch gerade bei Rot. Der Herr im roten Pullover in der ersten Reihe. Guten Abend, Herr Tabea kommt Ihnen. Warten Sie kurz, dann sind Sie im ganzen Saal zu verstehen. Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Ich habe zwei Bereiche, die ich ansprechen möchte. Einmal Ihre Rolle im Cum-Ex-Ausschuss. Da habe ich die Sorge, dass Sie sehr vergesslich sind. Und zwar wird es schon auch im Ausland kommentiert, ihr habt ja einen Kanzler der Vergesslichkeit. Und das macht mir echt Sorge, was Sie auch aus der heutigen Versammlung hier mitnehmen. Wie drauf können wir uns verlassen, dass Sie doch nicht so vergesslich sind? Und glauben Sie nicht, wenn Sie diese Last mal von sich werfen und Klarheit schaffen, dass Sie sowohl Deutschland auch als Ihre Partei helfen würden? Das ist der erste Punkt. Und die zweite Frage? Der zweite Bereich ist,
Nicht nur die Komödianten sagen, Deutschland hat die dummste Regierung der Welt. Das ist ein schlimmer Ausdruck. Nicht? Ich glaube es nicht, dass es die dummste Regierung ist, aber sie haben in ihrem Kabinett doch so viele Mitglieder, die überhaupt nichts können. Da haben sie den Habeck, der noch nicht mal weiß, was Konkurs ist. Dann haben sie die Baerbock, die Napoleon mit Panzern bezeichnet. Dann hat sie ferne Länder, die 100.000 Kilometer entfernt sind. Dann sagt sie, der Putin muss sich um 360 Grad drehen in seiner Änderung. Es sind so viele Dinge, die einem Sorgen machen. Und da wollte ich Sie mal bitten, haben Sie da keinen Einfluss drauf? Entweder müssen Sie sie rauswerfen oder müssen Sie Nachhilfeunterricht geben. Und von der praktischen Arbeit haben die Leute sowieso keine Ahnung. Das sieht man immer wieder, wie sie ihre Gesetze so formulieren, dass in der Praxis nur Schwierigkeiten entstehen. Und da hätte ich gern ein Wort von Ihnen mal gehört, was dagegen getan wird. Rücktritt oder rauswerfen. Jedenfalls muss man was tun, wenn man nicht ganz der dumme Deutsche im Ausland sein will. Es gibt heute schon Produkte, da steht drauf, German free. Was das bedeutet, wissen Sie ja bestimmt. Ja? Naja, hat gut. Man gesagt, jetzt, made in Germany. Jetzt. Und heute sagt man German free. Das ist bestimmt kein positiver Aspekt. Na, das musste ja alles mal raus. Deshalb will ich Ihnen aber auch gerne zu den Dingen was sagen. German Free gibt es gar nicht als Ausdruck, außer in einigen Fällen. Und die kann ich Ihnen auch beschreiben, damit man nicht am Thema vorbeiredet. Deutschland hat sehr strenge Vorschriften, was Rüstungsexporte betrifft. Und manche finden, wenn man keine deutschen Teile im Produkt, das man in mehreren Ländern herstellt, hat, dann kann man an den letzten Diktator noch verkaufen und bessere Geschäfte machen. Das ist das, was sich damit verbindet. Nein, nein, da geht es nicht drum, da liegen Sie jetzt falsch. Und das mit der Nachhilfe und der Bildung haben Sie ja schon angefordert. Also das wollte ich einmal sagen, das ist das, was da diskutiert wird. Das Zweite ist, ich finde, dass die Ministerin und der Minister, die Sie genannt haben, gute Arbeit leisten und sich sehr viel Mühe geben, dafür mit beizutragen, dass die Welt zusammenhält. Und ich finde zum Beispiel, was der Bundesminister Habeck jetzt mit seinem Video im Internet gemacht hat gegen Antisemitismus, ein Zeichen dafür, dass sie möglicherweise nicht ganz richtig liegen. Und was Ihre erste Frage betrifft, ich erinnere mich an das ich mich erinnere. Und ich werde nicht wegen irgendwelcher politischen Wünsche etwas erfinden, was ich nicht darstellen kann. Und dabei bleibe ich auch, das gebietet die Wahrheitspflicht. Danke sehr. Jetzt gehen wir vielleicht, wir hatten jetzt gerade einen Herrn, die Damen sind, nee, da geht eine Hand hoch. Ja, bitte sehr, die Dame in der ersten Reihe in Schwarz, die gerade so ganz zurückhaltend die Hand gehoben hat. Deswegen waren Sie nicht zu sehen. Weißes Shirt, schwarze Jacke, bitte sehr. Guten Abend, Herr Bundeskanzler, mein Name ist Laura Millek, ich bin 25 Jahre alt und Studentin. Meine Frage dreht sich um die letzte UN-Vollversammlung und die dortige Enthaltung Deutschlands zu der Frage einer Waffenruhe auf dem Gazastreifen. Es wurden genug Gründe genannt, um der Resolution nicht zuzustimmen. So wurde hinterher eben die Enthaltung begründet. Und mich interessiert nun einfach, wie Sie als deutscher Bundeskanzler dazu stehen, dass gerade ein Land wie Deutschland mit der deutschen Vergangenheit da sich eher dem neutralen Feld eingeordnet hat. Deutschland ist in dieser Sache überhaupt nicht neutral. Deutschland steht auf der Seite Israels und das weiß die israelische Regierung auch und verlässt sich auch auf das, was sie an Unterstützung von uns bekommen wird und braucht und hat da gar keine Zweifel, dass das Notwendige getan wird. Dazu zählt übrigens auch, dass wir sehr klar sind in den Positionen, die wir vertreten in internationalen Strukturen. Zum Beispiel habe ich mich letzte Woche sehr lange rumgeschlagen bei der Frage, was beschließen wir denn in Europa, in dem Europäischen Rat. Da hat es Stunden gedauert, bis wir Beschlüsse gefasst haben, die jedenfalls ich richtig fand, aber mit der viele andere Länder gar nicht so einverstanden waren und erst überzeugt werden mussten. Also haben wir klare Aussagen. Der stand übrigens nicht zur Debatte, zur Verurteilung.
der Hamas und der terroristischen Angriffe, die sie gemacht haben. Klare Aussage, dass Israel sich selbst verteidigen können muss. Aber wir haben zum Beispiel bei der notwendigen Forderung, dass humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen muss, weil die palästinensische Bevölkerung ja auch Opfer der Hamas ist, die dort mit einem Staatsstreich sich an die Macht geputscht hat und die damalige Verwaltung, palästinensische Verwaltung auch getötet hat und Leute, also sich mit all der Gewalt dort in die Position gebracht hat, die sie heute ist, dass humanitäre Hilfe dahin gelangen muss, was jetzt ja auch der Fall ist. Auch der amerikanische Präsident hat sich sehr dafür eingesetzt. Und wir haben dann diskutiert, wie kann das geschehen? Da hatten einige Waffenstillstand gefordert, haben wir nicht beschlossen, haben eine Pause gefordert, haben wir auch nicht beschlossen, sondern das, was völlig vernünftig ist, Pausen, wenn zum Beispiel Kranke über einen Ausgang nach Ägypten gebracht werden, dann müssen die da ja sicher hinkommen. Wenn Ausländer, die in Gaza sind, rausgehen wollen, müssen sie da sicher hinkommen. Wenn die Forderung, die wir auch gestellt haben, umgesetzt wird, dass die Geiseln alle freigelassen werden, bedingungslos, dann müssen die auch sicher rausgehen können. Das alles gehört ja dazu. Aber eben nicht einmal ein Waffenstillstand oder eine Pause, die dazu führt, dass das Land sich nicht selbst verteidigen kann. Das muss es nämlich können. Und das bedeutet auch, dass wir in dieser Frage fest sind und das Notwendige erklären. Und wir haben im Übrigen das immer eingebettet, wenn ich das der Vollständigkeit halber sagen darf, dass wir als Deutschland, als Europäische Union, auch unsere amerikanischen Freunde immer gesagt haben, wir setzen uns für eine Zwei-Staaten-Lösung ein. Das heißt, eine friedliche Zukunft von Israel und einem palästinensischen Staat in Westjordanland und Gaza, der nicht eine Bedrohung für Israel ist, aber wo die eine Perspektive haben und eine gute Zukunft, die sich in beiden Staaten dann entwickeln kann. Das ist der Beschluss im Europäischen Rat gewesen. In den Vereinten Nationen ging es die ganze Zeit darum, die sich sehr klar abzeichnende Mehrheit für Waffenstillstand und viele andere Sachen nicht in einem furchtbaren Beschluss enden zu lassen. Es hat auch Anträge gegeben, die gar nicht die Hamas thematisiert haben, sondern eine Verurteilung Israels gefordert haben. Das haben wir durch alles das, was übrigens auch die Außenministerin gemacht hat, verhindert und viele, viele Initiativen ergriffen, immer wieder, dass das ein Beschluss wird, der so nicht ausfällt. Und wir haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass wenigstens der 7. Oktober genannt wird, wenn auch nicht die Hamas verurteilt wird, was wir nicht richtig finden. Wir haben auch viele andere Dinge hinbekommen, dass die in der Mehrheitsresolution drin sind. Für uns stand aber immer fest, dass wir dem dann trotzdem nicht zustimmen können. Wir haben dann nochmal versucht, zusammen mit Kanada einen großen Änderungsantrag zu stellen. Der hat sogar beinahe genug Stimmen gekriegt, aber eben beinahe ist nicht genug. Und deshalb war unsere Entscheidung, selbst wenn wir alles hinkriegen, von dem wir denken, das geht noch irgendwie, stimmen wir nicht zu, weil es nämlich so ist, ohne eine klare Verurteilung der Hamas und ohne Benennung des Selbstverteidigungsrechts Israels und ohne und mit einer Forderung nach einer sofortigen Waffenstillstand, der heißt, Israel kann sich nicht selbst verteidigen, wird es von uns keine Zustimmung geben. Aber wir haben eben so viel hingekriegt, indem wir das Schlimmste, sage ich jetzt mal, was da auch hätte passieren können, verhindert haben. Und deshalb haben wir, wie viele andere europäische Staaten, dann eben gesagt, wir stimmen nicht zu, weil wir nicht einverstanden sind mit vielen Aussagen, die da drinstehen und Aussagen, die da fehlen. Aber wir haben uns so viel Mühe gegeben, zu verhindern, dass was ganz anderes zustande kommt, das furchtbar gewesen wäre, wenn man immer bedenkt, das ist ein furchtbarer Angriff auf Israel, ein barbarischer Akt gewesen, Kinder, Frauen, Ältere zu ermorden, wie das da passiert ist. Und das will ich hier gern noch mal sagen. Es ist ja mit Absicht gewesen. Es geht ja um Dehumanisierung. Es geht ja darum, Menschen zu erniedrigen. Und es war auch so, dass einige von denen, die dort ermordet worden sind, in Israel als Friedenskämpfer bekannt waren, die sich dafür eingesetzt haben, die sich sogar kritisch zur israelischen Regierung eingesetzt haben, die für Perspektiven für die Bewohner von Gaza gekämpft haben und sind dann bei diesem barbarischen Akt auch ermordet, gefoltert und erniedrigt worden. Und ich finde,
Das darf man einfach nicht vergessen. Deshalb sind wir auch so klar in dieser Position. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt immer mit ganz vielen spreche. Dem ägyptischen Präsidenten, dem jordanischen König, mit dem Emir von Katar, mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate und noch mit mehr sprechen werde, weil es darauf ankommt, alle davon abzuhalten, dass sie, also zu verhindern, dass eine Situation entsteht, in der dieser Krieg eskaliert. Und natürlich muss man auch eine klare Botschaft setzen, Hisbollah darf in diesen Krieg nicht eingreifen. Die Hisbollah hat im Libanon 150.000 Raketen liegen. Man stelle sich mal vor, die würden jetzt abgeschossen auf Israel. Wahrscheinlich würde sich Israel verteidigen können und einen Krieg auch noch gegen die Hisbollah gewinnen. Aber es wäre mit furchtbaren Zerstörungen, menschlichen und von Infrastruktur verbunden. Da sollte man sich nichts vormachen. Macht sich auch in Israel übrigens niemand. Ich habe ja mit denen gesprochen. Und wir müssen auch klare Signale schicken an die iranischen Proxys in Syrien, Irak, im Jemen zum Beispiel und auch an den Iran, dass er sich raushält und dass nicht jetzt hier da ein aktiv interveniert. Denn die Hamas ist eine von Iran gepäppelte Terrororganisation. Darüber sollte man sich auch nichts vormachen. Also es ist eine brenzlige, schwierige Lage und da sind wir diejenigen, die sich dafür verantwortlich fühlen, dass die Position Israels auch berücksichtigt und beachtet wird. Und das machen wir in jeder Struktur mit unseren Möglichkeiten, die wir haben und versuchen, das Beste hinzukriegen. Danke sehr. Wir hatten jetzt viele Fragen aus den ersten Reihen. Wo sind denn Handzeichen in der mittleren oder auch in den hinteren Reihen, dass Sie auch dorthin gehen? Hier am Stehtisch sehe ich eine Hand oben. Da ist das Mikro sofort bei Ihnen. Bitte schön. Guten Abend, Herr Scholz. Angesichts steigender sozialer Ungleichheit, wir sind ja mittlerweile in einer Lage, wo 1% der Bevölkerung in Deutschland über 35% des gesamten deutschen Vermögens hält, während andere nur knapp über dem Existenzminimum leben. Und diese Schere zwischen Arm und Reich wird ja jeden Tag größer. Angesichts dieser Entwicklung also würde ich Sie als Ex-Juso und von Genosse zu Genosse gerne fragen, müssen wir den Kapitalismus überwinden? Und wenn nein, würde ich gerne von Ihnen wissen, finden Sie nicht, dass Sie als sozialdemokratischer Bundeskanzler oder auch als SPD in der Bundesregierung, finden Sie nicht, dass Sie mehr tun müssten, um soziale Ungleichheit zu bekämpfen? Stichwort Umverteilung. Vielen Dank. Schönen Dank, lieber Genosse, für die Frage. Erstens, nein, ich finde nicht, dass wir den Kapitalismus überwinden müssen. Ja. Aber die Frage war ja dann auch mit dem Hinweis von mir als Ex-Juso, ist aber schon ein bisschen her. Das habe ich schon mal anders gesehen. Aber ich glaube, dass wir die eigentliche Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass unsere soziale Marktwirtschaft funktioniert, dass Deutschland das verteidigt, was eine der größten Errungenschaften neben der Demokratie ist, nämlich der Sozialstaat und uns auch von vielen, vielen Ländern der Welt unterscheidet. Und natürlich muss es auch in einer sozialen Marktwirtschaft gerecht zugehen. Und wenn die Schere zwischen Arm und Reich größer wird, dann ist das ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Deshalb haben wir vieles getan in dem, was wir jetzt in der Regierung tun können für unser Land. Wir haben zum Beispiel den Mindestlohn auf 12 Euro angehoben. Wir haben ihn überhaupt mal eingeführt vor einiger Zeit gegen heftigste Widerstände, weil viele der Meinung waren, das sei eigentlich falsch. Und als wir ihn einführten mit 8,50, da kriegten 6 Millionen Menschen eine Gehaltserhöhung. Und jetzt, als wir ihn auf 12 Euro angehoben haben, waren es noch mal 6 Millionen, die vorher weniger verdient haben. Das muss man sich klar machen. Die davon ihren Lebensunterhalt bestreiten mussten, dass sie mit diesem Geld auskommen. Wir haben auch uns eingesetzt, das habe ich schon mal als Arbeitsminister gemacht, für einen Pflegemindestlohn, der jetzt dramatisch gestiegen ist. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass für Pflegeeinrichtungen das Zahlen entsprechend Tarifverträgen, also das ist ein bisschen wie Gelinscher die Formulierung, aber im Ergebnis haut es hin, Pflicht wird, damit sie Geld von der Pflegekasse kriegen.
Das hat auch zu erheblichen Gehaltsverbesserungen geführt, die auch gerade jetzt ja öffentlich geworden sind. Und es ist auch wichtig, wenn man mehr Pflegekräfte haben will, dass die Löhne da nach oben gehen, weil das sonst nicht genug gibt, die den Beruf ausüben wollen. Wir haben Steuern gesenkt für diejenigen, die wenig verdienen. Wir haben dafür Sorge getragen, dass wer im Mindestbereich arbeitet, also bei Vollzeitarbeit geht es bis 2080 Euro brutto, wenn es um 12 Euro geht, dass diejenigen weniger Sozialversicherungsbeiträge zahlen, aber die volle Leistung bekommen. Da geht es dann erst allmählich hoch. Wir haben dafür Sorge getragen, dass wer arbeitet und wenig Geld verdient, Wohngeld bekommen kann, und zwar mehr, als das bisher der Fall ist, und auch mehr Leute davon profitieren. Wir haben das Kindergeld für das erste, zweite und dritte Kind angehoben, was vor allem Familien mit wenig Geld unterstützt, und den Kinderzuschlag erhöht, wenn Familien wenig Geld haben. Also lauter Leistungen, die sich gerade an die Gruppe derjenigen, die wenig verdienen, aber trotzdem schwer arbeiten, richten. Und das ist auch, glaube ich, eine richtige Maßnahme gewesen. Und fast unbemerkt von allen haben wir auch noch, nicht absichtlich, heimlich, aber tatsächlich hat es einfach niemand zum Gegenstand öffentlicher Berichte gemacht, die Erwerbsminderungsrenten angehoben für diejenigen, die schon lange Erwerbsminderungsrente kriegen, mit einer pauschalen Erhöhung, damit die besser gestellt werden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Kostete Milliarden, war aber kein Aufreger, also weiß es keiner. Ich hoffe, wenigstens die, die die Erhöhung gekriegt haben, haben es mitgekriegt. Also das sind lauter Dinge, die da eine Rolle gespielt haben. Und deshalb kann man sehen, das ist schon ein ganz relevanter Punkt für das, was zu tun ist. Persönlich, das will ich gar nicht verhehlen, und das stand ja auch in dem Wahlprogramm meiner Partei, und zwar mit mir gemeinsam formuliert, fände ich schon, dass diejenigen, die sehr viel Geld verdienen, einen höheren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten könnten, um denjenigen, die wenig verdienen, eine Entlastung, zum Beispiel über Steuern, zu ermöglichen. Aber da sind wir nicht mit durchgekommen bei der Regierungsbildung. Bleibt aber trotzdem richtig. Danke sehr. Ich habe gerade ein Zeichen bekommen, also die letzten 10 Minuten laufen langsam. Wir wollen noch möglichst viele Fragen. Hier sind sehr viele Hände noch oben. Ja, haben und Sie einige gucken dafür? So, dass sie gleich platzen. Wo haben Sie das entdeckt? Ja? Gut, dann ist der Herr jetzt dran. Bitte sehr. Danke, Herr Bundeskanzler, dass Sie sich die Zeit nehmen. Meine Frage knüpft etwas daran an. Und zwar, also erstmal, ich bin Student auch hier an der Uni Mannheim und habe 2021 ja voller Hoffnung die Ampel gewählt, und doch hatte sich ja seitdem die Zeit gewendet, und seitdem habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich jetzt, abgesehen vom Deutschlandticket, so viel in meinem Alltag verändert hat, was sich jetzt auf die Ampel zurückführen lässt. Also es wird zum Beispiel argumentiert, dass das Klimageld bisher wegen Schwierigkeiten bei der öffentlichen Verwaltung nicht umgesetzt wurde. Entsprechend wird das Ausbleiben einer spürbaren Veränderung mit dem Ausbleiben einer anderen spürbaren Veränderung begründet. Entsprechend hoch ist die Politikverdrossenheit. Ich möchte Sie fragen, Herr Bundeskanzler, wie wollen Sie diese bekämpfen und wiedergewählt werden, wenn so viele von Ihrer Politik so wenig mitbekommen? Also, schönen Dank für die Frage. Und auch, damit es ganz klar ist, genau diese Absicht habe ich, dass das passiert, wenn dann in entsprechender Zeit gewählt wird. Aber ich will die Frage beantworten, denn dafür sind wir jetzt hier, was gemacht worden ist. Es ist viel passiert. Ich habe ja eben eine lange Liste aufgezählt von Maßnahmen, die aber gar nicht alle immer berichtet werden. Und das hat auch Gründe. Ich habe mich mal mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen unterhalten. Die hat mir gesagt, Olaf, wir haben eine riesige Rentenreform gemacht mit Verbesserungen bei den Rentnern. Keine Berichterstattung, nur die Frage, mit wem sie die Mehrheit im Parlament kriegt, war Gegenstand öffentlichen Interesses, was eine heikle Mehrheit war. Aber sie hat es hingekriegt, sie hatte ja ein Minderheitenkabinett. Jetzt hat sie eine Koalitionsregierung und auch viel Streit. Dann hat sie eine Gesundheitsreform gemacht, das Gleiche, keine Wahrnehmung. Und das gehört ein bisschen dazu, ich beklage mich darüber, muss ich darüber Gedanken machen. Also wieso ist eigentlich passiert, dass lauter Dinge plötzlich hochrelevant werden, die, wenn man es genau betrachtet, nicht die gleiche Relevanz haben wie Dinge, die praktisch gar keine Aufregung verursachen. Aber für diejenigen, die verantwortlich sind, gibt es immer einen Satz, und den muss man selbstkritisch und an alle, mit denen man kollegial zusammenarbeitet, immer sagen. Man kann sich nicht darüber beklagen.
wenn irgendjemand aus einer Maus, einer Mücke einen Elefanten macht. Die Maus ist ja da. Also muss man das Problem lösen, auch wenn es klein ist, und kann nicht sagen, es gibt ja größere Dinge. Und das, glaube ich, ist ein Teil dessen, was da stattfindet. Und ansonsten will ich sagen, haben wir die Modernisierung unserer Gesellschaft, sowohl was das lebensweltliche Zusammenleben betrifft und die Liberalisierung angeht, als auch angegangen und machen das weiter. Die Gesetze sind ja alle unterwegs. Und haben vor allem dafür gesorgt, dass Deutschland eine gute Zukunft haben wird. Und das ist etwas, wo ich sehr ernst bin. Man kann nicht, wie wir das über viele Jahre und Jahrzehnte gemacht haben, ständig beschließen, welche neuen Klimaziele man hat und dann keinen einzigen Beschluss fassen, der sie erreichbar macht. Also Deutschland ist aus der Nutzung der Atomenergie entschieden, ausgestiegen, damit es klappt, sogar zweimal, Anfang der 2000er mit Schröder und Fischer, dann mit Frau Merkel und Herrn Westerwelle, also zweimal. Wir haben es dann, damit die Geschichte spannend wird, noch mal ein paar Monate verlängert. So. Wir sind aus der Kohleverstromung ausgestiegen bis spätestens 38. Aber wir sind nirgendwo eingestiegen. Und das haben wir jetzt geändert, indem wir nämlich die Gesetze auf den Weg gebracht haben, um den Ausbau der Erneuerbaren so voranzubringen, dass wir wirklich 80% unserer Stromproduktion aus Erneuerbaren hinbekommen 2030 und dass wir sogar mehr Strom produzieren als heute, weil die Zukunft unserer Wirtschaft und Industrie wird elektrifizierter sein, als das heute der Fall ist. Für Leute, die sich gern langweilen mit Zahlen, wir haben heute knapp 600 Terawattstunden Strom, wir werden um die 800 brauchen zum Ende des Jahrzehnts und irgendwann 1200 Terawattstunden Strom, weil das dann eine andere Welt ist. Nicht nur, weil wir Elektroautos fahren, sondern auch aus vielen, vielen anderen Gründen. Und das ist jetzt echt unterwegs mit ganz vielen Beschleunigungsgesetzen. Und der Deutschlandpakt, den ich gemacht habe, gehört auch dazu. Die Tatsache, dass jetzt die Halbleiterindustrie Europas in Deutschland angesiedelt wird, nach den Entscheidungen der Unternehmen, würde ich jetzt nicht als negative Botschaft begreifen, dass wir ganz viele Unternehmen haben, die jetzt Investitionsentscheidungen treffen, Chemie zu machen auf eine Weise, die CO2-neutral sein wird, dass das Gleiche gelingt mit der Stahlindustrie und vielen anderen Sachen. Das sind ja große industrielle Modernisierungsprozesse, die es in dieser Dimension wahrscheinlich zuletzt am Ende des 19. Jahrhunderts gegeben hat. Und das passiert für die gute Zukunft. Und ich glaube, erst über die Tatsache, wenn alle merken, kriegen, das haut auch hin, wird das gehen. Und bevor das nicht der Fall ist, werden Leute Zweifel haben. Zum Beispiel, wie ich gehört habe, brauchen wir vielleicht doch die Kohlekraftwerke. Und deshalb will ich Ihnen die Frage auch beantworten. Es ist richtig, was wir machen. Und ich will Ihnen das auch beweisen. Es ist in den letzten 30 Jahren ja was gelungen. Die Welt hat viel Armut zurückgedrängt. Milliarden Menschen sind in die Mittelschicht aufgestiegen. Viele Länder tauchen am Horizont bei uns auf. Die waren selber immer schon in ihrem eigenen Blick. Aber für uns sehen wir, viele können Namen sagen von Ländern, Hauptstädte, Nebenstädte, Industrieanlagen, Fabriken, Schienen, Autobahnen in Ländern, in denen das in dieser Dimension nicht existiert hat. Und um die Mitte dieses Jahrhunderts werden wir 10 Milliarden Einwohner haben. Und wenn der Trend so weitergeht und es gut läuft, können wir vielleicht sagen, wenn es sehr gut läuft, 250, 60, 70, irgendwo da, werden 10 Milliarden Menschen den Wohlstand haben, den wir 1960 hatten. Jetzt stelle sich mal vor, die alle haben so viele Autos wie wir, die verbrauchen so viel Kohle, Gas und Öl wie wir bisher, dann ist das alles schneller weg, als man sich umgucken kann. Und dann ist es alles so unbezahlbar teuer, abgesehen davon, dass die Umwelt das nicht mitmachen würde. Und die Idee, die, glaube ich, so ein bisschen im Hinterkopf bei dem einen oder anderen ist, dass wir irgendjemanden in Südamerika, in Asien oder Afrika sagen, wir haben jetzt so viele Autos gefahren, wir hatten schon so viele Kohlekraftwerke, das ist nicht gut für die Umwelt, lasst es bleiben, werden die erst dann richtig finden, wenn wir sagen, wir haben was für euch, das funktioniert super, das haben wir nämlich selbst entwickelt, verkaufen wir euch übrigens auch gerne, aber es funktioniert perfekt und kann euch Wohlstand ermöglichen, wie wir ihn haben, aber ohne, dass das Klima dort und hier beeinträchtigt wird. Und deshalb glaube ich, ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung, die wir treffen, aber die Tat muss überzeugen. Da wir das gemacht haben, bin ich ganz zuversichtlich, dass es auch ankommt.
Dankeschön. Ja, und jetzt müssen Sie entscheiden. Ich habe gerade ein Zeichen bekommen. 3 Minuten wurden gezeigt. Kriegen wir das noch hin? Kurze Frage, kurze Antwort. Und Sie haben eben gesagt, manche platzen, suchen sich jemanden aus. Also, Sie haben gerade laut gerufen, dann kommen Sie zu Wort. Bitte schön. Warten Sie bitte, bis das Mikro da ist. Mein Name ist Vita Gabriela und ich bin eine Robotikunternehmerin. Gemeinsam mit meinen Mitgründern erfinden, bauen und programmieren wir Roboter, die autonom und mit künstlicher Intelligenz operieren. Wir sind bei verschiedenen Projekten tätig. Diese reichen von Geräten, die als Hilfe für Sehbehinderte dienen, bis hin zu einem autonomen Händler Roboter der Größe eines Menschen. Wir wurden von Nexman, einem Team, hier eingeladen, um das Startup-Ökosystem kennenzulernen. Und neben der Tatsache, dass Sie alle sehr nett und aufmerksam waren, hat uns das Team ebenfalls eingeladen, unser Robotikunternehmen hier in Mannheim zu gründen. Ich persönlich kann Nexman nur weiterempfehlen. Und ich würde hier Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen, die Roboter exportieren und internationale vertreiben. Bereits habe wir leider in Deutschland, in den USA und in Lateinamerika. Nun habe ich eine Frage. Könnten Sie mir sagen, wie und ob es möglich wäre, unser Visum zu verlängern, sodass wir weiterhin in Deutschland bleiben dürfen und den Gründungsprozess unseres Unternehmens weiterführen können? Erstmal super perfekter Abschluss als Frage, weil es ja zeigt, dass in Deutschland richtig viel Wachstum und technologisches Potenzial steckt. Das ist übrigens auch das, was uns viele sagen, zum Beispiel in der Frage Forschung bei künstlicher Intelligenz sind wir durchaus vorne mit dabei. Und deshalb ist die gute Möglichkeit, dass wir daraus jetzt auch wirtschaftliche Prozesse machen, die Arbeitsplätze schaffen können, sehr groß. Und da sind wir auch hinterher. Das Bundeskabinett hat sich schon 2-mal auf Klausuren mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und weltberühmte Forscher und Unternehmer eingeladen, um uns zu beraten. Also wir finden das wichtig und denken, da gibt es auch gute Unternehmen aus Deutschland, die das können. Und nun kann ich natürlich hier ich bin ja keine Ausländerbehörde und keine Visen erteilen, aber ich will Ihnen sagen, das scheint mir jetzt kein unlösbares Problem zu sein. Unser Interesse ist das ja. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt gerade das Arbeitskräfteeinwanderungsgesetz geändert haben, damit wir Leute, die Talent haben, die als Arbeitskräfte gebraucht werden, die Unternehmen gründen, die für die Zukunft Deutschlands wichtig sind, auch hier im Lande ihre Fähigkeiten entfalten lassen können. Und deshalb ist die Grundlage dafür eigentlich da. Und Sie sollten nachher nochmal Ihre Adresse hinterlassen, damit wir irgendwie nachfragen können, wo denn die Probleme liegen. Aber eigentlich müsste es gehen. Schönen Dank. Dankeschön. Danke sehr für die Fragen. Ja, an dieser Stelle danke sehr für all die Fragen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitermachen. Wir wissen, Ihr Terminkalender ist begrenzt. Danke sehr erstmal, dass Sie sich überhaupt die Zeit genommen haben, hier zu sein in Mannheim. Wir verabschieden uns bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern im Livestream und sagen Dankeschön, dass Sie dabei waren. Schönen Abend.